Der Krieg gegen Testosteron. Ein biologischer Krieg gegen Testosteron wird von den sozialen Ingenieuren gegen Männer und Frauen geführt. Testosteron ist ein lebenswichtiges Hormon für die physiologische und psychologische Gesundheit von Mann und Frau. Es kann auch als Willenshormon oder Antriebshormon angesehen werden. Niedrige Testosteronwerte in beiden Geschlechtern zerstört letztendlich die Vitalität und den normalen Sexualtrieb und wird als Werkzeug für Bevölkerungskontrolle und Eugenik benutzt. Wenn der Testosteronwert im Mann zu niedrig ist, wird der Sexualtrieb großteils reduziert, die allgemeine Vitalität und maskuline Züge werden deutlich weniger. Anders gesagt, über die Zeit wird der Mann durch den Mangel an Testosteron feminisiert. Der Einfluss von Testosteron. Wachstum der Gesichts- und Körperbehaarung unterstützt Kollagen, Spermaproduktion, Prostatawachstum, Erektionsfunktion, Muskelmasse, Stärke, Sexualtrieb, positive Gefühle, hilft beim Denken und Erinnern, Bildung von roten Blutkörperchen, Erhalten der Knochendichte. So ziemlich jede Form von Kraft und Vitalität, die der menschliche Körper erzeugen kann, wird von Testosteron im Mann unterstützt. Frauen brauchen ebenfalls Testosteron, allerdings in geringeren Mengen als Männer. Wenn sie Testosteronmangel haben, werden Frauen überfeminisiert, depressiv, in Stärke und Vitalität schwächer und ihr Sexualtrieb wird üblicherweise komplett zerstört. Symptome von geringen Testosteronwerten: geringe Leistungswerte beim Sport, trockene Haut, dünne Haut, Motivationslosigkeit, Verlust von Muskelmasse, Verlust von Knochendichte, Gewichtszunahme am Abdomen, Depression, Angstzustände, Launigkeit, Hitzewallung, geringer Sexualtrieb, Fettanlagerung. Das, was die Testosteronwerte normal hält, ist eine gesunde Libido. Es ist ein Kreislauf. Das eine fördert das andere. Und das ist kein Zufall. Überall sehen moderne Mediziner den verstörenden Trend, dass Testosteronwerte für beide Geschlechter deutlich abfallen. Anstatt die Leute zu alarmieren und zu versuchen zu verstehen, warum das so ist, haben sie die als normal angesehenen Testosteronwerte für beide Geschlechter in den medizinischen Tests und Literatur bewusst reduziert. Der Krieg gegen die Sexualität wird über den Krieg gegen Testosteron gegen beide Geschlechter geführt.